Träume, wird nicht entdeckt. Hat ein tolles Katzenoutfit, schießt mit Schlafpfeilen auf Affen im Baum. Edward Kenway, Katzenkönig. Yeah! Grüße, herzlich willkommen hier zum 38. Teil mit Assassin's Creed 4 Black Flag, die Legende des Katzenkönigs Edward Kenway. Genau. Ist immer noch in seinem Leoparden-Outfit unterwegs und wie wir es im letzten Teil angekündigt haben, haben wir zwischen den Teilen unsere Kanonen aufgestückt. Wir haben nochmal ein bisschen Metall gesammelt, mehr als wir brauchten. Also wir brauchten 11 Metall, wir haben nur 89 Metall gefunden auf einem Schiff. Ja. Haben wir so gefunden und die haben uns ganz nett gefragt. Und die haben gesagt, ja, brauchen wir gerade nicht. Ja, können wir euch hier gerne geben. Und nebenbei haben wir noch ein Fort eingenommen. Dann haben wir gefragt, können wir hier rein? Und dann haben sie gesagt, ja, können wir. Ohne Gewalt, weil wir sind der Katzenkönig. Und der Katzenkönig ist so schnucklig und so süß. Genau. Und deshalb braucht er keine Gewalt. Der macht einfach nur miau. Genau. Und schon sagen alle, oh. Und sag hier und nimm das vor und das Metall und versenk unser Schiff. Nee. Das haben sie nicht gesagt. Aber wir haben es trotzdem gemacht. Richtig. Und jetzt geht's weiter. Wir machen weiter Missionen. Genau. Das heißt, wir sind hier nämlich an unserem frisch eroberten neuen Zuhause. Das war nicht so spannend. Können wir euch gleich garantieren. Das war gar nicht spannend. Das war langweilig. Vor allem, wir haben festgestellt, wir sind jetzt an so einem Hafenmeister, der hat sofort seinen Standort eröffnet. Ja, der hat hier. Der wittert das große Geschäft hier, weil wenn der Katzenkönig was anpackt, dann... Dann richtig. Und wir haben auch festgestellt, das bleibt auch so, dieses Fort. Also das bleibt so kaputt. So kaputt, ne? Ja. Ist sehr super. Also so eine Verteidigungs... Es brennt nicht mehr. Es brennt nicht mehr, das haben sie gelöscht. Aber ansonsten, wir müssen zum Schiff. Ja, ich will bloß noch ganz kurz, hier ist nämlich ein Schatz, der ist auf unserem rechtmäßigen geerbten... Wer schießt denn hier? Was ist denn hier kaputt? Weil es ist die Begrüßung von... Ach, die schießen hier irgendwas ab. Ah, cool. Sehr gut. Unsere Jungs hier und Mädels auf dem Ja, ein paar Perlenohrringe. Ach, hier und da will ich auch noch fix. Wir machen gleich Missionen, oder? ADHS hier Action. Wieder. Zack. Und ein Gitter. Das ist ja wie bei Dark Souls. Da gibt es ja auch so eine Käfige. Wie eine Katze. Er hat den Namen schon nicht zu Unrecht. Er hat den Namen schon zu Unrecht. Ach, da ist noch eins, oder? Oh. Ja, das ist wichtig. Das ist. Wofür ist das wichtig? Ach, guck mal da. Ach, zack. Hier, toll. Ja, das ist. Und wieder zurück. Oder hoch. Und dann zurück. Nee, das ist wichtig für unsere Sammlung. Oh, hier geht es aber nicht ins Wasser. Ja. Au. Ja, das war gar kein. So, zack, packen wir ihn aufs Geschäft und... Aua. Ja, das war okay. Zack. Auch noch. Gesetz des Meeres. Ja, das sind solche Marinenaufträge. Wie gesagt, wir haben ja gesagt, es gibt so... Ja, Marineaufträge heißen. Assassineaufträge. Echt? Das ist doch hier so ein Totenkopf. Bist du dir sicher? Marineaufträge, aber mit Totenkopf. Also mit dem Totenkopf war ich mir schon ziemlich sicher. Ja. Ah, ja. Weil das Spiel ist ja so groß und es gibt so viel zu tun und das wollen wir eigentlich alle nicht zumuten. Wir wollen wirklich das auch jetzt langsam mal auch hier wirklich dann... Genau, wir... Beenden ist das falsche Wort, also... Aber ganz ehrlich, man hat jetzt mittlerweile fast alles gesehen. Wir waren tauchen, wir haben mal ein paar Assassinenaufträge gemacht, wir entern am laufenden Band hier. Ja, wir haben Wale gefangen, Haie... Und die Missionen sind hier sowieso mit am spannendsten. Ja... Also ist jetzt nicht so, dass wir euch irgendwas vom Spiel vorenthalten haben, bis auf dieses Flaggen-Feature. Wenn ihr das Gefühl habt, dass wir euch irgendwas vorenthalten, wenn ihr irgendwas das in die Comments wollt. Schreiben. Ja, genau. Und dann machen wir das. Da kennt ihr nichts. Was hat denn der da vorne geladen? Schief. Schief? Der hat schief geladen? Oh, unser Mart, der hat schief geladen. Das ist ja nicht der Mart, das ist ein Boot. Ja. Metal. Ja, komm. Das war sein Todesurteil. Hast du einen Timer eigentlich gestellt? Ja, jetzt nicht. Ich mache jetzt ein bisschen kurz. So. Ja, zack. Weil du Metall geladen hattest. Los, ramm ihn mit voller Wucht. Oh, der dreht ab. Aber das wird trotzdem sein Verhängnis. Denn... Gib den Befehl, Sir. Fire! Oh, guck mal, wie schnell wir hintereinander jetzt schießen können. Ja, weil wir unsere Kanonen aufgepimpt haben. Da sind sie am empfindlichsten. Fire!
unsere Kanonen aufgepimpt haben. Da noch ein bisschen manövrierunfähig machen hier den guten. Als nächstes wird wollen wir unseren Rumpf ausbauen. Dafür müssen wir Geld sammeln und Metall und Holz. Also die üblichen Verdächtigen sozusagen. Und ja. Yeah! Ah, guck dir das an, wie es noch nicht fertig trotzdem noch mal, nee. Einmal noch hier, zack. Und? Und wir können es ändern. Ja, super. Schön, wie wir wieder Missionen machen. Ey, wir haben im letzten Teil eine Mission gemacht. Ja, das stimmt. Wenn wir in dem Tempo weitergehen, sind wir in 50 Teilen durch. Ja. Also jetzt noch in weiteren 50 Teilen. Übrigens habe ich mir sagen lassen, dass da 5 Schuss für diese Zebras. Ja, das ist ja gut zu wissen. Das wird dir da unten angezeigt. Nee. Ey, wir sind so schlechte Videospiele. Ah, siehst du wieder. Aber du hast jetzt ja Zeit, weil wir haben jetzt ja, wir haben ja nur 5 Schuss. Da, der will hier das kaputt. Er ist ihm voll ins Gesicht geschossen. Ja, und weil der das Seil abhacken wollte, was fällt ihm denn ein? Das ist doch 2 Schuss. Woran siehst du das? Da! Da! Ja, vorbei. Das ist so. Wir sind so schlecht im Videospiel. Ja, so. Ach. Das ist wohl ein Offizier. Zack. Aber da kenne ich nichts. Zack und. Vom Katzenkönig sind alle gleich. Achtung! Oh, auch er. Hier. Nee, ich will doch ihn weiter. Direkt neben dem Feuer. Du bist aber auch badass. Ja. Einfach mal ganz lässig. Einfach mal währenddessen zur Seite getreten. Sehr schön. Katzenkönig-Style. Edward Kendall, Katzenkönig. Ja. Wieder 100 Metall fast. Oh. Super, finde ich gut. Ejector reparieren und dann jetzt Mission. Außer wir finden wieder schön Metall. Metall- und Holzschiffe. Metall- und Holz. Also Schiffe, die aus Metall und Holz bestehen. Wenn jetzt hier so ein Metallholzschiff vorbeikommt. So ein Riesentanker vorbeikommt. Also, ja, so ein Containerschiff kommt hier vorbei. Super Tanker. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir das Metall mit. Ich fände es ja übrigens lustig, wenn jetzt hier irgendein Schiff Costa Concordia heißen würde. Die irgendwo am Ufer liegen. Genau. Auf Schlagseite hier. Verrückter Italiener hat wieder gesagt, hier, ich wollte den Leuten auf dem Festland winken. Und dann was ist, wollen wir eigentlich mal ganz kurz, während wir auf der Mission, auf dem Weg zur Mission sind, mal gucken, was sich hinter diesem Fragezeichen verbirgt. Und ihr seht, ob ihr richtig steht. Nee, ob ihr richtig steht, seht ihr, wenn das Fragezeichen weggeht. Richtig. Was haben die denn alles? Die da an der Seite? Achso. Warte, hier kommen auch ganz viele. Ja, aber das sind so kleine. Feuer, ja, guck mal, so nicht klein hier. Zucker rum. Nee, langweilig. Ah, hier, habe ich jetzt einen Ort entdeckt. Oh, wir sind übrigens. Naja, so schlimm sind wir besucht, sind wir jetzt noch nicht. Muss ich so, was haben wir denn jetzt? Muss ich erst hier ran? Wahrscheinlich. Oder ist das schon... Ich weiß nicht, ob wir das schon entdeckt haben. Nee, haben wir nicht entdeckt. Castillo de Jaguar. Jaguar. Jo. Ist der Castillo, also sprich ein... Ein... Castle. Castle. Sieht zwar nicht können so aus, okay. Crashen. Castle crashen. Das war auch so ein Spiel, das ich nie verstanden habe. Arroyos. Arroyos. Komm, okay, wir haben es entdeckt. Ja, wir haben es entdeckt. Okay. Machen weiter Missionen. Das Ruder. Der Captain hat viele Boote. Oh, was ist das für ein Riesenboot? Das hat bestimmt gute Sachen geladen. Das hier, das ist doch das von eben. Mit Rum und Zucker. Los, Segel, los, bist du dir sicher? Nö. Mach mal lieber noch den... Taverne. Rum und Zucker. Rum und Zucker. Alles, was man für einen guten Kuchen braucht eigentlich. Ne? Ja. Und noch Mehl. Butter. Also der Germs- und Gerstensaftkuchen besteht größtenteils aus Rum. Und Zucker. Ja. Und wir essen ja auch nur Sachen, die im Bierteig gebacken sind. Richtig. Jetzt hab ich wieder ein bisschen Hunger. Ich habe ja sowieso immer Hunger. Das weiß ich. Aber jetzt auch wieder. Jetzt auch? Ich habe ja eigentlich immer Hunger. Wie jetzt auch? Oh ja. Achtung. Ja, ich kann das so. Wie die eine Extremfolge, wo du die Aufnahme mit der Nase gestartet hast. weil du schon deine Schnitte in der Hand hattest. Was mach ich jetzt? Ich will die nicht ablegen. Die ist lecker.
Ja. Man muss Prioritäten setzen. Kinder? Merkt euch. Oh, hier ein Wal, guck mal. Oh. Aber ich habe ein neues Lieblingslied entdeckt. Das Timmy-Lied. Ja, da singt ja irgendwie einer immer Timmy. Aber ich weiß nicht, wie es sonst ging. Oh, guck mal hier, was ist denn da los? Oh. Da wird geschossen. Eine Brick. Brick. Bricks. Besser als nix. Besser als nix. Aber wir müssen zum Ausrufezeichen. Vielleicht ist das ja das Ausrufezeichen. Ich glaube nicht. Hm. Hier steht nicht, was sie hat. Ist das eine Befreundete? Das ist dann eine Befreundete, weil aber das... die ist rot. Nein, die ist grün. Was? What? Die Stufe 17 ist in grün eingeblendet. Kann man das trotzdem irgendwie... Mach, was du willst. Kannst du machen wollen. Oh, alles klar, mach ich. Super, sind alle Leute tot. Da gehen sie unter. Da gehen sie unter. Runter auf den Grund. Ja, das, Wie jeder von deinen Kameraden da noch so einen lustigen Spruch so. Naja, alle fanden sie sich für ganz witzig. Da geht's ja auf den Grund. Ein Lied. Komm, hier ist ihr Timmy-Lied. Nee, das war's nicht, ne? Ich weiß es nicht. Timmy. Das war. Hast du gehört, oder? Hab ich's reingequatscht? Scheiße. Warte. Nächsten. Woo! Woo! Yeah. Das ist Justin Timberlake an Bord. Woo! Ach, diese Shanties, ist das Beste an dem ganzen Spiel. Ja. Aber es ist nicht das Timmy-Lied. Das kann es sein. Achtung, wir werden gleich entdeckt. Ah ja. In einem großen Boot. Ist eine Fregatte. So, jetzt haben sie uns entdeckt und jetzt hast du ein Problem. Nee, die waren ja noch tot. Oh. Oder sie uns. Oh, ein. Oh. Ja, hallo. Ich bin ja schon weg. Eine Menge Blei, aber oh. Ja! So viel dazu. Das ist nicht so glorreich. Ne? Aber die können uns nicht verfolgen, denn wir haben Feuerfässer. Ah. Aber wir wollten eigentlich zur Mission. Jetzt hier gleich wieder die Flugzeug. Ja, ich wollte es gerade sagen. Die Flugzeug-Musik kommt. Oh, oh. Ah, hier. Ja. Oh Gott, das war eine schlechte Idee. Was denn? Na, diese. Oh, Fregatte, guck mal. Was ist da auf der Karte eigentlich? Warte mal. Ich muss mal ganz kurz Fluch der Karibik unterbrechen. Für eine wichtige Durchsage: Pinot-Eil. Pinot-Süßle. Dominik. Ja, achso, sorry. Da, Captain Jack Sparrow. Nee. Sänger von Disney verklagt. Edward Kenway Katzenkönig. Sänger von Ubisoft. Ja, was hat das? Wer hat mehr Geld? Ich denke Disney, oder? Ich denke wir. Holz und Stoff? Holz und. Aber nur 38. Oh, ein Bär. Nur. Wir was? Ein Bär? Nur 50. Ein Bär? Ein Wasserbär. Die gefährlichen Wasserbären. Ja. Ich denke, es kommt gleich wieder. Sie sollten die Jack da aufrüsten. Egal, komm. Nee, brauchen wir nicht. Du hast zwar gerade übelst eingesteckt vor der Fregatte, aber das ist ja egal. Wir rüsten uns ja gleich wieder aus. Dann. Thatch ist bestimmt gar nicht tot. Also Thatch hat's erwischt. Verflucht. Nee, der ist nicht tot, sag ich. Das waren zu viele. Ich kam nicht hin. Katzenkönig, mehr. Zum Teufel, er war stark, sein Herz war zweigeteilt. Müsste eigentlich das so machen. Ist schwer, das gewohnte Leben loszulassen. Ach so, also, Flamme immer. Im Maul, da prallt er immer damit, dass ich sein eigenes Schiff kaufen würde. Ich hole mir einen Kaperbrief, Charlie. Dein Vater wird noch Kapitän. Was? Der... Er trank ihm Whisky, bevor er in See stach. Ah, ertrunken im Whisky. Der wünscht sich sowas nicht. Ja. Ich habe über deinen Plan nachgedacht. Dieses. Endlich geht's hier weiter, war. Ja. Weißt du Observatorium. Nein. Wir suchen ein Sklavenschiff namens Princess. Princess. An Bord ist ein gewisser Roberts. Der Schiff kann uns helfen. Formerly known as Princess. Wir arbeiten für die Royal African Company. Bringen wir eins ihrer Schiffe auf und stellen ein paar Fragen. Bringen wir eins ihrer Schiffe auf? Was ist denn das für eine Formulierung? Heißt das, bedeutet das, wir machen das kaputt und plündern? Wir bringen es... auf. Auf.
Du weißt selber nicht, was das ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, Chip, Ball, Efren, aufspüren, geradezu. Ist ja wieder ein tolles Wetter hier. Du doch jetzt wohl nicht mit Menschen handeln, oder? Guter Gott. Nein, nein, schwarzer Adewale. Sklaverei, das liegt mir fern. Für wen arbeitest du nochmal? Ein Sklavenschiff. Ah. Ja, mach's kaputt. Ist das verbündete Schiff? Sorry. Alter, ey, jetzt hat uns dieses Schiff da entdeckt. Welches Schiff? Das da, was da angezeigt wird. Nein! Das ist schlecht. Nee, das ist nicht wegen mir. Nein, das ist nicht wegen dir. Ah! Ich mach. Sorry. Ja, ich hab das. Verdammt! Kann dieses Tier sich denn nicht dann abmachen? Achso, doch, es war doch wegen dem anderen. Siehst du? Und ich hab. Aber du kannst ja beugen! Ich app heute. Stoff! Stoff! Und rum! Und rum! Schön. Jetzt muss man wieder unser Adlerauge einsetzen, um dieses Schiff der Royal African Company. Nee, wir haben keine Adlerauge. Achso, dann müssen wir wieder unser Fernrohr einsetzen, meine ich. Ah ja, genau. Das ist unser anderes Adlerauge. Das ist unser Schiffsadlerauge. Ja. Die geil, ja. Kann nicht mehr weit sein. Ja, das... ja. Oh, das ist wieder ein tolles Wetterchen, um irgendwas zu machen. Komisch, ne? Immer wenn wir Schiffe suchen, ist es neblig. Es scheint, als wäre es kein Zimmer. Oh, guck mal, das ist ein Schiff. Ah, Frick. Oh. Das ist es. Ja, gut. Das hängt das Kartenschiff nicht herein. Weiß mehr. Es sind hunderte Unschuldige an Bord. Ich weiß. Und deshalb schießen wir erstmal drauf. Genau. In die. Weil auf das Schiff schießen Hauptsache, wir. Hauptsache, das Schiff geht nicht unter. Genau. Ob das mit den Unschuldigen passiert. Ob die von den Kugeln getroffen werden, die den Rumpf zerreißen. Nein. Das ist ja egal. Und die Explosionen, dass die sie töten oder die Holzsplitter oder was auch immer. Das ist die Fregatte, die uns eben gerade platt gemacht hat. Die hier? Ja. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein, die hat... Nein. Doch. Ja? Nein. Mörser, bitte. Ach so. Ja. Feuer! Nein, das ist... Ich höre, Captain. Das Sklavenschiff fliegt. Ja, wir fliehen. So sieht sie gerade aus. Ah, ja. Feuer! Achtung, Feuerfässer. Ja, ich... Feuer! Bereit zum Feuern, Captain. Die schießen jetzt nur mit Feuerfässern. Naja, wollen uns ja. Aber wenn wir das nah genug erwischen, wenn es noch da dran ist, dann können wir eh immer was abziehen. Das machst du richtig gut. Nee, das macht der andere. Achtung, da Sandbänke und so. Ja, schade. Aber habe ich mir so gedacht, ne? Aber soll der andere mal machen. Ich glaube, du musst aber auch schießen. Ja, ich schieße auch. Weißt du, du musst ja manövrieren. Oh, du schießt aber zurück. Das sind andere Schiffe übrigens, die helfen ihm wahrscheinlich. Nein. Nein? Doch. Ja. Aber das sind nur so eine kleine Piepmatz-Schiffe. Wayne retten? Was ist denn los? Wayne retten? Wayne. Retten wir Wayne. Als ob. Bam! Was machen wir? Ich blick nicht durch. So schnell ihr könnt. Ach so, der sollte versenkt werden und jetzt... Wir machen hier Drive-By. Hier, so. Wir sammeln Drive-By ein paar Piraten auf. Ach, das ja. Jetzt haben wir da jetzt haben wir Kollaborateure an Bord. Das Schiff entern. Sollen wir es machen? Ja, natürlich. Jetzt haben wir noch einen vor. Wo war's? Ich weiß nicht, irgendwo. Aua! Wer macht denn sowas? Da hinten sind noch mehr Boote. Ja. Ah ja, die versuchen es aber wirklich. Aber die sind manövrierunfähig. Das ist gut. Denn... Der Katzenkönig lässt sich... Oh, nicht... Da sind noch mehr Schiffe. Und ja. Da ist irgendwo oben vor. Naja. Und wir sind gleich tot. Nein. Das Das nächste Mal bitte nicht von der Fregatte getroffen werden, aber das Problem ist, wir laden hier einen Dingspunkt. Das stimmt. Ah ja, jetzt ist hier auch. Und jetzt gleich Enter. Ja, in der B! Ich drücke, ich halte und. Ich hab doch. Hey, Rückwärtsgang. Vorsicht, Kenway. Wir wollen das Schiff kapern. Schnell. Alter. Oh. Okay. Nee!
Ich halte ja! Ja! Ich habe ja auch schon gehalten eigentlich. Hat man ja eigentlich schon gesehen, aber... Gut. Wir gehen rüber, such den Captain! Kommt nur her! Guten Tag, ich würde gerne mit dem Captain sprechen. Kanonen und Stahl sind lauter als Stock und Spuckelein. Ich habe einfach... Denkt an die Offiziere da, die zwei da zusammenstehen. Sehr gut. Hast du nämlich die schwierigen, hast du da ein bisschen raus, hast noch zwei Schuss. Bombs! Ah. Und da. Ja, das war nichts. Ja, ich würde gern. Machst du mal das Seil nicht kaputt? Ach, das war ich jetzt. Ach so. Ne, wo ist die? Oh. Aua! So haben wir auch nicht gewettet. Die stehen ja einfach nur da. Die stehen ja einfach nur da. Boah, das ist sickest shit. Die sind halt vor Ehrfurcht erstarrt im Antlitz des Katzenkönigs. Katzenkönig. Die meisten bringst du nicht um, indem du ihm dein Schwert ins Gesicht haust, sondern indem du ihn irgendwo gegenstößt. Oh, jetzt aber hier doch. Und dann schnell reparieren und dann... Ja. Achso, das Vor hätte ich noch. Das war eine Nebenmission, sehe ich gerade. Ja, aber es ist... Captain sagt, die Princess läuft alle paar Monate Kingston an. Also gut. Wir haben es geschafft, glaube ich. Meine Takelage hängt in Fetzen, ihr Hurensöhne, ihr schuldet mir was! Nö. Verdammt, Fein! Müssen quitt. Ach, das ist eine Rogge! Ja! Aber ich möchte mich mit dir anlegen. Wie? Oh, was ist alles? Hielten einen Kriegsrat ab. Während ihr eure Zeit vergeudet, sagten sie, ich wäre ein besserer Captain als ihr hellen Hunde. Ich schneid dir ein paar neue Löcher, Verräter! Hier verkaufe ich dir einen Zehner in Kingston. Doch oh, Adewale, unser bester Freund. Darf ich kein Risiko. Ja, ganz cool stehen bleiben. Zu bereuen, Rackham. Zero ich fucks given. Hältet sie fest! Werf sie raus! Ich denke, der will Geld für uns. Nee. Nur für Adewale will er Geld, ja. Weil der ist ja schwarz. Aha. Weiße Sklaven gibt's nicht. Das ist sehr rassistisch. Das stimmt. Ich krieg dich, Jack Rackham! Ich schneid dich auf, reiß dir das Gedärm aus und bespann meine Lampe. Im früheren Teil, Cockram. Mr. Cockram. Cockram. Das hilft uns gar nicht. Sie was ist denn jetzt hier los? Der berüchtigte Edward Kenway spricht. Ach, wir sind zu zweit auf dem Schiff. Geil. Guck mal. Das schlägt unser Meisterhirn vor, wie wir ein Schiff ohne Segel und Ruder steuern. Halt dein Maul! Your argument is invalid. Halt dein Maul. Jawoll! Mit verbesserten Sporen beschädigt. Wann ich das gemacht habe, aber. Gut gemacht. Mit Hilfe der Verteidigungsanlagen eines Forts. Aber wir hätten es wahrscheinlich irgendwo hinlocken müssen? Oder wir hätten erst das Fort einnehmen erst müssen und dann. Boah, Alter, ist das kompliziert. Crazy Dickdarm. Crazy! Aber echt, hey. Aber, Warte. Ich gucke auf den Timer. Was sagt die? Zwei Zeit? Minuten hätten wir noch. Mal gucken, was jetzt noch als nächstes passiert, weil rein theoretisch. Wir stehen erstmal noch cool im Ladebildschirm oben. Und ohne unsere ganze Montur. Ja. Wurden wir etwa entthront? Wir wurden entthront. Ah, jetzt. Ah, die berühmte Wir stranden auf einer Insel-Geschichte. Ja. Jetzt, wir träumen wahrscheinlich. Wette ich mit dir. Von seiner Alten. Er putzt wieder. Sich. Wo ist unser Katzenoutfit? Oh, na dann freue ich mich schon auf die nächste Folge von den Abenteuern mit dem Katzenkönig. Wir haben kein Katzenoutfit. Schön ruhig. Ich nehme mir die Austern, die du hortest. Du Memme. Hier gibt es genug zu essen, wenn du nur die Augen öffnen würdest. Meine Augen sind auf. Und was zum Essen habe ich auch. Oh Gott, das ist alles bescheuert. Haben wir uns einen Loser rausgesucht. Wayne, heißt der. Lauf mir nicht hinterher. Hörst du mich? Brauchst mich nicht zu suchen. Paranoide Idiot. Irrer. Ja. Ah, oh, hier gestrandet, der Katzenkönig. Auf, hey, wir müssen unsere Montur wieder kriegen. Der Katzenkönig. Machen wir das aber im nächsten Teil, würde ich sagen. Just hit rock bottom. Ja. Ich kletter hier noch drauf. Ah ja, gut, das können wir noch machen. Boah, wie hell läuft. Wie er hier schwimmt. Aber vor allem, wie sind wir von dem Boot ohne Segel und ohne Ruder auf diese Insel gekommen? Das ist die große Frage. Wahrscheinlich runtergeschwommen.
gesprungen? Das ist die große Frage, die ich mir stelle. Ah, hier. Noch weiter nach oben. Ja. Da. Da, hier. Ja, der Katzenkönig hat. Wir sind auf einer Insel gestrandet, so ein Scheiß. Ja, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Haben wir wirklich noch ein bisschen Zeit? Ja, ein bisschen können wir ja noch hier. Achso, so ein Wayne. Ich dachte Wayne. Nicht Wayne. Chu, hörst du, es ist der Wayne Train, er fährt nach Mount Everest. Siehst du, da meldet sich zum Beispiel mein Timer. Habe ich den Timer falsch gestellt? Ja. Okay, alles klar. Oh oh. Ah, aber im Wasser gelandet! Mm. Unsere Nebenmission ist drei Tiere häuten übrigens. Die beste Arschbombe ever. Ja. Ja, achso, Tiere. Ja. Aber warum haben wir unser Katzenoutfit abgelegt? Das ist die große Frage, die ich mir stelle. Als Schiffbrüchiger kannst du nicht in deiner Königsmontur rumlaufen. Da rennt ein bisschen wie. Wirklich hier Jack Sparrow. Mama! Bisschen leicht behindert. Katzenkönig. Wir müssen drei Tiere häuten. Aber Hauptsache Geld, weißt du? Ja. Wir sind take auf Isla Providencia sind wir. Oh, unser ganzes Geld ist weg übrigens. Was? Das sag ich dir. Alter, jetzt. Ey, wir haben so viel. Eigentlich, dass wir noch das upgegradet haben. Ja. Das stimmt. Ey, ohne. Gebiet nicht. Was? Verfügbar. Warum? Gebiet ist nicht da, ist das da. Hier, Götterbord, das sieht bösartig aus. Wie so ein. Die Dunkelheit verschlingt alles. Geh nicht drauf zu, ja, Edward. Geh nicht drauf zu. Nein, ich will diese blöde Flasche. Wo ist die Flasche hier? Aber das ist doch eh wieder nur so ein YouTube-Kommentar. Okay. Ach ja, stimmt. Aber YouTube-Kommentare sind ja wertvoll. Naja, nicht alle. Nein. Nicht. Alter Fulams, scheiß du Spasti, ist nicht sehr wertvoll. Aber was ist denn mit Blablabla? Konditionär. Vitae. Dark, es kommt immer wieder zu uns zurück. Wie so eine Krankheit nistet sich immer bei uns wieder ein. Ja, ich würde sagen, im nächsten Teil widmet sich der Katzenkönig wieder der Rückeroberung seines Thrones. Ey, es ist so scheiße. Oh, ja. Es ist so scheiße. Was machst du? Ich tanze ein bisschen rum. Ich dachte, wir wollten jetzt hier Schluss machen. Wir machen hier Schluss. Mal schauen, wie lange er es aushalten kann. Genau, ob er bis nächstes Mal hält. Ja, wer weiß das schon. Okay, liebe Freunde, das war der 38. Teil mit Assassin's Creed 4 Black Flag, die Legende des Katzenkönigs. Ja. Wir haben upgraded, ein Glück, weil jetzt nach einer Mission, in der wir irgendein afrikanisches Schiff, also hier African Royal Company oder so ein Sklavenschiff, geentert haben, hat uns der gute Martin Semmelrocke verraten. Der hat gemeutert. Einfach abgezogen. Oder? Einfach abgezogen. Jetzt haben wir kein Schiff, kein Katzenoutfit mehr. Es ist alles ganz furchtbar. Kein Geld. Was nicht das Schlimmste ist. Das Schlimmste ist, dass wir kein Katzenoutfit mehr haben. Richtig. Denn weil wir sind Edward Kimmel, der Katzenkönig. Wir sind eigentlich der Katzenkönig, der entthront wurde. Und jetzt ist wahrscheinlich Semmelrocke der Katzenkönig. Martin Semmelrocke, Katzenkönig. Nee, das klingt nicht so gut. Das heißt, wir müssen unseren Titel wieder zurückerobern. Im nächsten Teil, 39. Teil, hier mit Assassin's Creed 4, Black Flag bei Games und Gerstensaft. Ansonsten liken, subscriben, kommentieren. Bis dahin, alles Gute und tschüss.